So, hallo und herzlich willkommen Leute hier zu Tomb Raider Back to Basics in Peru 2008. Azuka, vielen Dank für den Stream vorhin, war echt eine super Sache, hat Spaß gemacht, es war ein sehr cooles, interessantes Game mit sehr vielen Schreckmomenten, wo mir manchmal wirklich die Stimme im Hals stecken geblieben ist. Auf jeden Fall, sowas musst du auf jeden Fall wiederholen. Ja, irgend so ein cooles Game nochmal in der Richtung wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Oh, danke auch für den Host, Azuka. So, Leute. Und, Load Game. Wir waren hier vorgestern, ich glaube am Samstagabend war das. Und bei Sweet Memories, richtig. Doch, es hat sehr viel Spaß gemacht und war echt ein cooles Game. Auf jeden Fall. Ah ja, okay. Jetzt sehe ich gerade, wo wir hier sind. Das ist jetzt... ja, wo ist das jetzt? Ich muss mich mal wieder etwas orientieren. Okay, da komme ich jetzt mal nicht weiter. Ah ja, vielleicht hier lang. Doch, es war ein super Game und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und auch schön gespielt, definitiv. So, wo bin ich? Ach, jetzt, richtig. Genau, die Tür, die war getimed und da bin ich letztes Mal hier reingelaufen. Und da brennt ein Feuer. Vielleicht kann ich ja die Fackel holen und das hier anzünden. Dann könnte ich da durchlaufen, oder? Zumindest sage ich mal so ein Gedanke. Ich müsste bloß jetzt schauen, wo die Fackel wieder liegt. Richtig, am Anfang hier. Hey, Tom, hi. Ne, war ein schöner Stream, oder? Also ich fand ihn total geil, wie Azuka das gespielt hat. Und auch super interessant, hat echt Spaß gemacht. So, und da, Azuka, da bist du jetzt in die Pflicht, in der Pflicht. Da musst du jetzt auf jeden Fall nachlegen. Du bist jetzt in der Bringschuld, weil du das so gut gemacht hast. So, Moment mal. Ich schätze mal, ich muss mal jetzt hier wieder eine Fackel finden. Denke ich mal. Und ich glaube, die lag da oben. Da lachst du, gell? Ja, das ist so. Wenn man was gut kann, dann ist es gefragt. So, hier, ah ja, da ist die eine und die andere, glaube ich, liegt auch irgendwo da unten. Die habe ich letztes Mal irgendwo da unten reingehauen. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau wo, aber ich glaube, das ist ja auch erstmal egal. Wir müssen ja im Endeffekt nur wieder darüber. Yes, hier lang. Hallo Elite-Sniper. Danke fürs Zuschalten und herzlich willkommen hier bei einem kurzen Stream von Tomb Raider Back to Basics 2008 in Peru. Ich hoffe, es wird dir gefallen und ich hoffe, du hast auch sehr viel Spaß dabei. So, ah ja, richtig, da unten ist sie, da brennt sie noch. Aber ich glaube, um da rüber mit der Fackel reinzukommen, muss ich hier irgendwo mal diese Plattform nach oben bringen. Denn ansonsten, glaube ich, komme ich da nicht einfach hin. Ah, Coyote. Ja, dann, hallo Coyote. Ja, das hat sie gut gemacht, oder? Das war ein schöner Stream.
Hat mir gut gefallen. Und ich denke dir auch. Und auch ein schönes Spiel mit sehr vielen Schreckmomenten. War echt gut. So, ich muss jetzt diese Fackel irgendwie hinlegen, so dass ich sie nachher wieder finde. Ich müsste wissen, wo sie liegt. Ich hau sie mal hier vorne hin. Richtig. Denn da komme ich bestimmt wieder vorbei. So, jetzt nehme ich mal... Ne, Moment mal. Erstmal muss ich mal schauen, wo ich am besten hier langkomme. Denn, was haben wir denn hier bei uns? Einmal Flares, okay. Ah ja, so eine Golden Disc und einen Dietrich. Muss mal schauen. Also hier. Okay, da waren wir und haben jetzt diese Tür aufgemacht. Okay. Muss mich vielleicht noch ein bisschen besser da drin umschauen. Ich habe so keinen Peil jetzt, was hier machbar ist. Okay, das ist das eine Fenster. Ich dachte, ich könnte dieses Fell hier mit einer Fackel anzünden, um da durchzulaufen, aber vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Vielleicht kommt man einfach nur hier hinten raus, schätze ich mal, oder? Ah ja, hey, hier war ich, da habe ich die Golden Disc geholt, richtig. So ist es. Ah ja, da würde ich nur da hinten rauskommen, wie vermutet. Okay, das brauche ich erstmal nicht. Dann, denke ich mal, bin ich hier, bis auf diese Tür, durch. Mal sehen. Also wir haben ja hier einen Hebel und der eine Hebel. Richtig, der hat ja dieses Gittertor. Oh, stopp, jetzt ist die Tür auf. Oder sehe ich jetzt schlecht? Nee, da waren wir. Nee. Richtig, doch, das ist das Gitter, habt ihr es gehört? Ja, ich bin schon online, Tom, ja. Schon seit ein paar Minuten. Ups. Schon seit ein paar... Ach, Mann. Genau davor, aber ich glaube, ich muss da gar nicht rein, weil da war ich doch, oder? Ich habe doch da... Richtig, da war ich schon drin. Da habe ich doch schon diese Golden Disc geholt. Aber ich sehe, dass hier auch nochmal eine Tür offen ist. Moment mal. Genau, nicht offen, sondern noch eine Tür da ist. Ich schätze mal ganz stark, dass es die Tür ist. Also, in der wir noch rein müssen. Aber dazu bräuchte ich eventuell dann nochmal einen Hebel. Schauen wir mal. Schaust du auf dem Handy, Tom, oder schaust du das auf dem Browser, beziehungsweise auf dem PC, weil die Handy-App, die ist manchmal ein bisschen langsamer. Da dauert es ein bisschen länger, bis man da in dieser Liste auftaucht. So, jetzt schauen wir mal. Hier? Ach ja, richtig, da ist ja diese Tür, die hinten aufgeht. Okay, hier ist erstmal kein Durchgang. Stopp, was war das hier? Ah ja, Moment. Ich glaube, da war ich schon drin. Schau mal, hier lang vielleicht? Mal sehen, ob hier oben was ist. Wie den Host rausnehmen. Von Azuka? Normalerweise geht es ja von selbst raus.
Also wenn Azuka aufgehört hat zum Streamen, geht normalerweise der Host von selbst raus. Oder meint sie jetzt wieder was anderes? Ah ja, wartet mal hier. Ich glaube, was ist denn das? Das sieht auch nach einer Tür oder beziehungsweise nach einem Stein, den man ziehen kann. Warum? Okay, warum, Coyote, hätten sie dich tot aufgefunden? Was ist los? Meinst du das Zocken vorhin, das Spiel? Jetzt schauen wir mal. Vielleicht muss ich auch bloß mit der Fackel hier hochkommen. Das ist eine Möglichkeit. Aber weil diese Mäuler hier, die spucken auch Feuer. Okay, jetzt wartet mal. Irgendwie muss hier noch irgendwo ein Weg sein. Ach so, jetzt. Und immer noch terrorisiert, ja. Aber du, da hast du recht. Also ein paar Momente, da hat man echt Schiss gekriegt, ne? Wenn man so diese Schreie vor allem da so gehört hat, da wurde einem schon irgendwie anders. Das ist richtig, ja. Ich probiere mal darüber zu springen. Aber ich möchte hier erstmal einen Speicherpunkt anlegen. Dann schau mal. Ich glaube, man kann darüber springen. Tom, danke für den Host. Vielen Dank. Ja, das ist wirklich so. Das stimmt. Ja, in manchen Momenten hätte man schon gedacht, ui, was ist das dann? Also hier, das ist der Raum. Da waren wir ja schon drin. Tolle Kameraperspektive. Man sieht nichts außer ein Fell. Auch gut. Ich schätze mal stark, ich muss hier runter. Wir waren schon hier unten, aber vielleicht ist da noch was offen. Schauen wir mal. Da gibt es nämlich zwei Wege zum Schwimmen. Das war. Wie du möchtest, liegt ganz an dir. Aber ich danke trotzdem für den Host. So, Lara, bitte da rein schwimmen, nicht ertrinken. Komm, komm. Jetzt. Und zwar einmal geht ein Weg hier rein. Ui, genau. Nee, aber hier waren wir auch schon. Das hier ist nur zum Luft holen. Richtig. Okay, wieder zurück. Da war ich. Da brauche ich nichts mehr. Zumindest vorerst nicht. So. Moment. Mal schauen, was hier unten ist. Nee, das ist nur eine Ecke. Okay. Tom, läuft's jetzt bei dir? Funktioniert das? Jetzt mal sehen. Ah ja, richtig. An der Stelle waren wir. Ich weiß aber nicht mehr, was wir hier gemacht haben. Da bin ich auch rübergesprungen. Das ist richtig. Du hast Twitch kaputt gemacht. Also Uwe macht Tom 3 kaputt und du machst Twitch kaputt. Das geht nicht. Ups. Doch ein Weitsprung. Was ist los? Was funktioniert denn nicht? Na, Hosting Asuka Maus. Okay, Leute, dann spinnt Twitch wahrscheinlich irgendwie.
Das ja, kommt manchmal bei der Seite schon vor. Asuka, schau doch mal bitte, ob du auch, ui, richtig, hier war ich. Und da muss ich zurückspringen. Ob du bitte dein OBS oder XSplit, was du auch immer benutzen magst, ausgeschaltet hast. Es kann sein, dass du nämlich noch streamst. Und dadurch ist dein Stream immer noch in meinem drin. Bitte schau dir das nochmal an. Das könnte ein Grund sein. Ups, da hat sich was bewegt. Das war, Moment, habt ihr den Ton gehört? Weil es kann nämlich sein, dass du noch in meinem, dass du noch gehostet bist bei mir. Ach so. Da bin ich jetzt. Aha, okay. Naja, ich meine, das ist jetzt wieder die gleiche Stelle, an der ich vorhin war. Es war auch nicht viel anders. Genau, schau mal nach, bitte. Vielleicht läuft OBS noch im Hintergrund. Passiert ja manchmal, also mir öfters. So, Tom weiß Bescheid. Hatten wir gestern die Diskussion. Komisch. Ja, wir kommen genau wieder an der gleichen Stelle raus. Seltsam. Wobei ich ja diese Wege vorhin auch alle gegangen bin. Ja, aber normalerweise, wenn du aufhörst zum Streamen, dann bist du, dann geht der Host in der Regel sofort aus. Also, okay, dann mache ich das mal. Und dann schauen wir mal. Du bist aus, okay. Asuka ist offline, okay. Gut, ich komme jetzt von hier, aber auch nicht direkt hin. Okay, Tom, wenn es für dich jetzt auch passt, das ist erstmal okay, weil das wäre jetzt recht umständlich, wieder im Browser aufzurufen, weil auf dem PC geht das nicht. Ich müsste dann wieder auf dem Smartphone zurückgreifen und ich will uns jetzt hier den Spaß nicht verderben. Es dauert nicht recht lange, also es wird jetzt kein endloser Stream, darum wollen wir das jetzt erstmal ein bisschen genießen. Habe ja gesagt, so vielleicht eine Dreiviertelstunde ungefähr. Wenn das für alle okay ist, sagt bitte das. Wenn einer meint nein, dann mache ich mir natürlich die Mühe, ist kein Thema. Bloß ich will jetzt hier nicht Zeit umsonst. Richtig. Wenn ihr alles irgendwie schauen könnt, dann ist es auf jeden Fall okay. Es funktioniert so, super bei allen anderen auch. Bei dir auch, Coyote, bei dir auch, Azuka und natürlich auch jeder andere, der zuschaut. Aber Twitch hat öfters Probleme, das kennen wir alle. Und gut. So, ich weiß jetzt nicht, ob das hier eventuell ein Weg wäre. Alles gut mit dir, Suka? Super. Ich hoffe bei dir auch, Coyote. So. Schau mal hier lang. Nee, das. Wow. Okay. Das hier nicht. Jemand mal eine Idee, was hier als. Moment, da liegt was. Ui, was ist denn das? Ach nee, das sind Munition, Pfeile sind das. Und. Oh, die Schrotflinte wieder. Das ist okay. Eine Idee, wie es hier weitergehen könnte. Ich gehe jetzt hier noch mal rein. Da haben wir ja den Block hin und her gezogen und haben dann ja eben. Moment mal, der Hebel scheint. Nee.
Ach so. Oh. Seite nochmal aktualisieren vielleicht, Coyote. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Dann scheint es an Twitch zu liegen, dass da wahrscheinlich heute Abend wieder vermehrt Probleme auftauchen. Ah ja, schaut mal hin. Hier ist noch mal ein Gittertor. Das könnte man öffnen. Ich schreibe zu viel. Naja, aber es funktioniert ja. Ups. Ja, das kommt mal vor. Und dann funktioniert's wieder. Ah ja, schaut mal einer an. Da oben ist, oder? Nee, das ist es eine Öffnung? Ja, sieht zumindest so aus. Und diese Plattform hier kann man bestimmt bewegen, so dass man da reinkommt. Bloß die große Frage ist, wie? Schauen wir mal. Vielleicht kann ich da noch in dem Wasser was drehen. Mal schauen. Meist, ja, meist. Warte mal, vielleicht hier. Wenn ich jetzt hier drauflaufe. Moment, das sind ja auch alles mehr oder weniger so Aktionsbuttons. Das heißt, wenn man drüber läuft, dann glaube ich. Oder kann ich das hier ziehen? Wartet mal. Tatsächlich. Haha. cool, Lara. Das ist sehr gut. Na, dann wollen wir das mal schieben. Und zwar auf dem Block drauf. Ja, das könnte funktionieren. Hast gerade deinen Chat zerstört. Okay, von wo schreibst du denn jetzt? Was passiert da? Vielleicht solltest du ein anderes Fenster fürs Chat den Chat aufmachen. So, Lara. Raufschieben. So, oh, Film. Ah ja. Aha. Ja, wie geil ist das denn? Ja, die Musik ist geil, Asuka, absolut. Kein Thema. Ah ja. You destroyed your chat, okay, gut. Versuch da mal, ja. Okay. Wie gesagt, versuch da mal ein eigenes Fenster dafür aufzumachen. Vielleicht funktioniert's so. Da unten muss man rein, richtig. Und ich glaube, das ist das Tor, das vorhin auch war. So. Moment. Nicht auf war, sondern zu war. So wollte ich sagen. Wo ist denn das wieder? Wo ist denn das Gittertor wieder? Wo wir durch sind vorhin? Also ich verfolge das jetzt hier auf dem Smartphone. Wenn du nur den Chat lesen willst auf dem Handy, dann öffnest du die Twitch-App, gehst auf das Video, also beziehungsweise auf meinem Stream. Ah ja, richtig, hier ist es offen. Gehst auf meinen Stream. Und wenn du jetzt dann nur den Chat lesen willst, oh, nee, da ist schon wieder so ein Typ da, dann machst du das so, dass du auf das Video tippst. Unten kommt ein kleines Rad auf. Du tippst auf dieses Rad und dann öffnet sich unten ein Fenster und da steht nur Chat. Klickst du an, annehmen und dann hast du auch nur den Chat, wenn du das so möchtest.
So. Die sind aber schnell, oder? Die Viecher, Wahnsinn. Hier, glaube ich, kann ich hoch. Na, richtig. Yes. Boah, der haut mich voll. Oh, scheiße. Ui, da komme ich unter die Räder, oder? Was ist los? Moment. Okay. So. Nein, du sollst doch... Ach. Lara. Wie der läuft, das ist so geil. Aber der fügt mir echt gut Schaden zu, oder? Das ist ja echt hart. Aber den Spaß versteht er nicht. Schau mal ab. So. Jetzt. Wunderbar. Ah, und da kann ich rüber auf die Plattform. Macht dir keinen Druck. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Schau dir einfach das Video an und hab Spaß. Das ist, das macht dich jetzt da nicht verrückt. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Das macht nichts. Das kannst du beim nächsten Mal auch nachholen. Das ist kein Thema. Da ist ja keiner böse und ich auch nicht. Also. So, ich schätze mal, ich könnte darüber springen. Tom, kennst du das schon? Hast du das schon mal gezockt, dieses Level? Wow. Das war ein bisschen schief. Moment, wo ist denn das? Ach, hier, jetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ach, jetzt hat's ja geklappt. Dankeschön. Vielen Dank dafür, für den Host. Danke dir, vielen herzlichen Dank. Schätze ich sehr. So, ich glaube, ich schätze mal, ich kann da... Ups, nein, warum läuft sie jetzt runter? Sie sollte doch eigentlich da hoch. Oh nee, komm. Also so, mit dem Rutschen habe ich's, oder? Ging ja vorgestern bei... Ah, da habe ich mich so... Yes, perfekt. Das hat geklappt und ich glaube, hier kann man sich hochhangeln. So. Das Glück scheint heute Abend gerade nicht dein bester Freund zu sein, Coyote. Aber wie gesagt, take it easy. Mach dir keinen Kopf draus. Mich freut, dass du dabei bist und dass du auch zugeschaut hast oder zuschauen wirst. Und wichtig ist, dass dir das Ganze Spaß macht. Ich bin meistens täglich online, das heißt, wenn du es heute nicht mehr packst, dann schaust du morgen nochmal vorbei. So, und da habe ich jetzt die Maske. Das ist cool. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich sie einsetzen muss. Also nicht genau, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Aber ich kann mich erinnern, dass... Da... Oh, hau mal ab, echt hier, du dämliches Skelett. Moment mal, wo war der? Ach, hier. Alles klar.
So, wunderbar. Jetzt haben wir diese eine Maske und wo konnten wir sie denn einsetzen? Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich da diese Stelle, wo man sie einsetzen konnte. Nee, hier drin war es nicht. Oben da, wo der Schnee liegt, war sie auch nicht. Nein. Moment mal, was hängt denn da von der Luft ab? Ach so, das ist hier so eine... Ja, genau, so eine Falltür. Die kann man bestimmt auch irgendwie aktivieren. Ups. Oh, nicht in die Pflöcke rein. Ja, genau, hau mal ab, Skelett, ja. So. Okay, die Maske, wo konnte ich denn diese Maske einsetzen? Naja, ich schaue jetzt mal. Okay, hat mich sehr gefreut, dass du zugeschaltet hast. Ich wünsche eine gute Nacht, Coyote. Schau mal wieder rein, vielleicht hinterlässt ein Follow. Dann siehst du immer, wann ich online bin. Würde mich freuen, wieder von dir zu hören. Und auf jeden Fall gute Nacht und einen guten Start in den morgigen Tag. So, Alles klar. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt diese eine Maske. Und ich glaube, ich weiß noch, dass man die irgendwo einsetzen konnte. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass wir so eine Stelle hatten. Tom, vielleicht du? Eine Ahnung, wo man diese Maske einsetzen konnte? Okay. Vielleicht doch. Oh. Moment, da unten ist. Moment mal, da ist auch nochmal ein Gittertor. Ach so, nee, das ist da, wo wir waren, wo wir die Maske abgeholt haben. Richtig, ja, genau. So ist es. Ich kann gerade eurem Chat nicht richtig folgen. Wer geht jetzt schlafen und wer ist noch on und oder wer ist off? Weil ich habe jetzt hier auch gerade gute Nacht, Coyote, gute Nacht gewünscht. Aber war das gar nicht so? Gehst du gar nicht schlafen? Azuka lacht sich kaputt. Was ist denn da oben wo? Moment mal. Weil schaut euch mal um. Wir haben hier da so eine Falltür und da sind überall nochmal so diese ganzen Stellen mit diesen ganzen komischen Malereien. Ich denke mal, dass da. Keiner geht schlafen. Okay, dann bleiben wir alle noch wach. Gut, alles klar. Da ist nochmal die Fackel. Ich probiere jetzt nochmal da hoch zu gehen. Wartet mal. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob hier oben noch was zu machen ist. So, hier rüber.
Ich glaube so, ich weiß nicht, kommt sie dahin? Nein. Das ist zu weit. Vielleicht aber kann ich den Stein hier bewegen. Ich weiß es nicht. Und wenn ja, wohin? Weil das sieht hier aus wie eine Holzkiste, ne? Nee, ist es nicht. Das ist ein Stein. Oben irritiert es nur etwas. Da ist, Moment mal, da ist ja dieses Seil. Wie kann ich es denn noch erreichen? Ich glaube nicht, dass ich es von hier erreichen kann. Das war das Seil, wo wir ins Level gestartet sind. Genau, und schaut hier, hier ist nochmal so eine Plattform. Und ich schätze mal ganz stark, dass sich hier auch was bewegen kann. Ja, das stimmt hier. Ups. Die haben da einige Bugs manchmal. Hey, habt ihr das gesehen? Das ist getimed. Das ist genau das hier. So. Jetzt hoch. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Schaut mal her. Jetzt gehe ich auf diese Plattform. So, und jetzt schaut mal drüber. So, jetzt ist diese Plattform an. Und vielleicht kann ich hier auch die Time Run, genau, kann ich hier auch, oder müsste ich wahrscheinlich mit der Fackel hochspringen, wobei hier komme ich nicht mit der Fackel hoch. Oder? Naja, probieren wir es erstmal ohne. Die hauen wir mal darüber, so in die Ecke. Weil dann kann ich da hochkommen. Wobei, ich meine, ich war ja auch schon da oben, oder? Täusche ich mich ja? Nee, täusche mich nicht. Schauen wir mal. So. Mist. Okay, da muss ich zügiger vorangehen. Außer sie knallt nicht gegen irgendeine. In irgendeine Wand wieder. So. Also nach oben. Zack. Jep. Gut so. Ach, scheiße. Mist. Daylight. Sag mir nichts. Nee. Wer ist das oder was ist mit ihm? Ja, genau, diesmal ist wenigstens kein Dino, oder da hast du recht. Und, ach Mist. Hey, habt ihr das gesehen? Dieses stand in der Luft, das war jetzt ein richtiger Bug. Oder vielleicht gewollt, ich weiß es nicht. Du, genau, ich muss das Highlight noch machen, was ich so wollte. Das habe ich nicht vergessen. So, wartet mal, ich mach noch mal. Okay. Ach, Mist. Horrorspiel. Ah ja, okay. Der macht so Horror Games oder was? Also ich glaube, so gegen Wände zu laufen, das ist so eine Tomb Raider-Spezialität von mir. Weiß nicht, ob das alle so haben, aber. Ach! So, Pano, konzentrier dich bitte. So, jetzt schauen wir noch mal rüber.
Zack. So. Ach, Mist, Mist. Das geht nur um einen Schritt. Oh. Das ist ein bisschen besser abschätzen jetzt. So. Zack. So, jetzt rüber. Seht ihr das? Ich stehe in der Luft. Okay, also wieder zurück. Und wieder nach oben. Ja, ich werde das auf jeden Fall nachholen, Tom. Ich habe es nicht vergessen. Wobei ich ja gerade die ganzen Videos sowieso auf meinem YouTube-Kanal hochlade. Also von daher mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass ich es... Ach, scheiße. Sorry, Leute. Dass ich es irgendwie verlieren könnte, das Video oder so. Das ist nicht der Fall. Ja, das versuche ich, aber ich muss von hier den richtigen Abstand finden. Sonst springe ich zu nah. Siehst du das? Jetzt, glaube ich, habe ich es. Ja. Ach. Ich denke, ich werde auf jeden Fall morgen wieder online sein. Auch ungefähr zu der Zeit, vielleicht sogar ein bisschen früher. Komm, Mist! Ein Schritt ist das, ein Schritt. Ich muss da irgendwie einen Schritt nach vorne laufen. Hm? Ja, das versuche ich. Ach, welche Klötze? Meinst du nicht die... Oh, bitte. So. Okay. Mist. Vielleicht muss ich... Ach, du meinst die Klötze rechts und links von mir. Die meinst du vielleicht hier. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Weil die Zeit zu knapp ist, um sich da noch zu drehen. Mit einem einfachen Sprung schaffe ich es nicht rüberzukommen. Ja, also Coyote, ich bin meistens so ab 11 Uhr, halb 12 meistens. An den da wahrscheinlich, oder? Das könnte ich machen. Darüber springen. Und dann rechts. Ich hoffe, es klappt. Genau, so meistens ab 11, halb 12 bin ich eigentlich online. So. Zack, einmal. Zack. Nee, reicht nicht. Und ich habe nicht die Zeit, mich zu drehen. Cool, würde mich freuen, wenn dir das hier gefällt. Dann würde es mich sehr gern freuen, dich morgen wiederzusehen. Okay. Ich muss mir da irgendwas anderes einfallen lassen. Wow. Tom, danke für den Tipp. Es hat funktioniert. Thank you. Danke für das. Das hat funktioniert. Das ist gut. Bloß, weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Wir waren hier an der Stelle, oder? Ja, genau. Ich habe es vermutet, dass es hier die gleiche Stelle ist wie vorhin. Also irgendwie laufen wir im Kreis. Und ich verstehe jetzt nicht, was hier abgeht. Hm. Also die Maske, die habe ich ja. Ja, das war easy, ja. Das stimmt. Wir haben eine Maske. Hier haben wir ein Feuer, das brennt. Weiß nicht, da vielleicht irgendwo hochklettern kann da in... Nee, m-m. Okay, da kommen wir nicht weiter. Und oben... Nee, da ist alles zu. Irgendein Detail übersehen wir hier, Leute. Irgendwas kapieren wir nicht richtig. Gut. Diese Tür. Dieser Hebel. Ja, und was soll ich da mit der Fackel? Hier ist noch eine Tür, die könnte ich aufmachen. Aber wo könnte ich denn hier die Fackel einsetzen? Hier brennen schon zwei Fackeln.
Und hier hinten waren wir. Das waren wir vorgestern. Und da haben wir eben genau diese eine. Wo ist denn das hier? Schau mal. Das ist genau Golden Disk. Die haben wir hier mitgenommen. Ja, ich war da schon mit der Fackel. Darum sage ich, wir waren da schon mal. Aber durch einen anderen Weg. Also es gibt mehrere Wege, wie du siehst. Weil den Weg kannte ich jetzt noch nicht. Bloß was mich noch wundert, ist diese eine Tür. Die ist noch verschlossen. Also schätze ich mal, man kommt hier wieder hin, klar, aber man muss hier noch irgendeine andere Aktion starten. Ja, klar, solche Stellen kennen wir natürlich. Das, man fragt sich im Nachhinein, was daran denn so schwer war, ja. Und schau mal hier. Genau, da liegt auch eine Maske drin. Ach, die war das wahrscheinlich, die ich meine. Genau. Also muss dieses Gittertor. Oder war die irgendwo an dem Wasser? Du, hey, stopp mal, warte mal. Ich hab da mal eine Idee. Schau mal. Zack. Hier hoch. Ich weiß nicht, ob das hier klappen wird, ob das nicht so hoch ist. Nee, das ist so hoch. Es muss hier noch andere Wege geben. Okay, dann ist hier noch mal die Brücke. Vielleicht kann man da hochklettern. Der Sinn dieses Spiels, Coyote, ja, was macht den Tomb Raider so? Das ist eine Abenteuerin, die nach verschiedenen Artefakten sucht. Eine Archäologin, man kann sie auch so nennen, die jetzt in irgendwelchen Pixeln gefangen ist, kommt da nicht mehr raus. Okay, egal. Richtig. Und da musst du natürlich verschiedene Prüfungen und Abenteuer bestehen. Darum geht das. Also, das ist hier, bei dem Spiel kann man so sagen, der Weg ist das Ziel. Okay, hier waren wir schon. Da drüben, genau, das hatten wir vorhin auch abgeklappert. Und unten im Wasser sind wir auch gewesen, aber ich gehe da trotzdem noch mal hin, weil was anderes würde mir jetzt in dem Moment gerade nicht einfallen. Ich hoffe, das ist tief genug, oder? Jo, das ist es. Kein Thema, sehr gerne. Okay, jetzt versuche ich mal hier unten noch ein bisschen zu experimentieren. Da war auch noch ein Weg, den wir da. Ach ja, richtig, da waren wir. Das bringt nichts. Okay, hier sind wir gewesen. Schauen wir mal, ob es hier irgendwie weitergeht. Richtig. Da waren wir auch. Stimmt. So, hier ein bisschen Luft schnappen. Und jetzt muss ich aufpassen, weil hier nämlich diese ganzen Messer sind. Ja, so wird das nichts werden, Lara. Ups. Oh, das ist aber fiese Masche. Puh. Okay. Hier waren wir auch schon, richtig. Die Hebel sind hier betätigt. Ach so, und dann komme ich hier wieder an der Stelle raus. Oh ja.
Schauen wir mal, vielleicht ist hier noch irgendwo was. Was ist denn da oben? Das sieht doch nach irgendwas aus. Nee, das sind nur die Wände. Kein Thema. Lange bin ich auch nicht mehr online. Ich muss in der Früh dann auch wieder zur Arbeit. Und ich mache auch vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann morgen wieder so, wie gesagt, um 11, halb 12 rum. So, jetzt schauen wir mal, ob ich hier. Ah ja, da wird mir jetzt was gezeigt. Die Brücke war das, oder? Ist jetzt nicht richtig gerafft. Ja, schaut mal einer an. Da ist auch noch mal ein Raum. Und irgendwas hat sich bewegt. Was ist denn das? Wo ist denn das? Muss doch hier irgendwo was sein. Komisch. Ich versuche noch mal so lang zu gehen. Da wird mir diese Sequenz gezeigt, oder? Yes. Das muss hier unten irgendwo was sein. Mal kurz die. Okay. Ah ja, doch nicht. Nee. Da oben ist es die Brücke gewesen. Da wird. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Okay, ja. Da hinten ist es jetzt. Ja, das kann passieren, ne? Aber dass man gleich die Konsole aus dem Fenster schmeißt, das ist natürlich auch nichts. So, jetzt, Das ist gut, aber wie komme ich denn darüber? Ach so, von da oben hinspringen. Das heißt, ich muss wieder hochklettern. Danke, ja, ich versuche das ein bisschen. Ein bisschen so. Ja, einzugrenzen. Wie kann ich laufen? Wie soll ich hin? Ich finde, das ist meistens. Ganz guter Ansatz, weil dann läuft man oder verirrt sich nicht hier rum. Das kann dann nämlich recht lange dauern, wenn man sich da. Okay, ich denke, ich muss hier nochmal nach oben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von hier einfach rüberkomme. Zumindest, ob ich da hochspringen kann. Das glaube ich weniger. Ich probiere es jetzt mal einfach, aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Ich werde wahrscheinlich ins Wasser fallen. Ja. Okay. Ja, das, ich sag mal so, da hat natürlich auch jeder seine Spielweise, das ist richtig. Aber es ist schon von Nutzen, wenn man das hier wirklich taktisch angeht.
also mit Taktik angeht und auch ein bisschen überlegt, was mache ich, was mache ich nicht. Das zahlt sich meistens eher aus, als sage ich da einfach nur herumzujumpen. Auch eine Strategie, aber vielleicht nicht die einfachste. Moment mal, ich kann hier hoch, ich brauche gar nicht. Ja, normalerweise. Okay, ich habe hier eine Idee und zwar, da könnte der Jump hier rüber reichen. Oder klettert sie jetzt vielleicht auch einfach so hoch? Nee, das macht sie hier unter Wasser nicht. Ach je, okay. Dann nicht. Dann Moment mal. Okay, hier kommt sie auch nicht hoch. Das heißt, ich muss von oben wieder. Naja, gut, wie dem auch sei. Leute, ich sage auf jeden Fall hier erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier für heute Schluss machen. Es ist ja fast 20 vor 2. Morgen früh geht's wieder in die Arbeit. Hat mich echt gefreut, dass ihr zugeschaltet habt. Danke an euch allen, an Asuka, an Tom und natürlich auch an dich, Coyote. Würde mich freuen, wenn du morgen Abend wieder dabei bist. Und natürlich auch alle anderen, die reingeschaut haben und vielleicht noch online dabei sind. Jo, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Und ja, habt einen guten Start in den morgigen Tag. Ja, es ist so, ne? Also ohne Arbeit wäre das ja auch nichts. Jo, und dann, jo, macht's gut bei allem, was ihr macht. Also, dann bis morgen. Tschüss, schlaf gut, gute Nacht.